Ja, wir demonstrieren für unsere Arbeitsplätze. Wir wollen natürlich jeden hier so gut wie möglich erhalten, dass jeder hier weiter Geld verdienen kann, seine Familie ernähren kann. Ja. Es geht nichts, was wir noch machen können hier. Wir müssen halt demonstrieren und gucken, wo das hinkommt. Was ist bisher gelaufen? Ja, bisher ist nicht wirklich viel gelaufen. Der Vorstand bzw. die Leitung geht keinen Schritt nach vorne. Wir müssen halt weiter Druck aufbauen. Die Bedrohung ist, dass das Südwerk verkauft werden soll und dass letzten Endes nur noch 500 Arbeitsplätze von 2500 übrig bleiben. Und was sind Ihre Forderungen? Dass unsere Arbeitsplätze erhalten werden, dass im Zuge der Transformation das Werk Berlin hier nicht vergessen wird. Und dass neue Produkte im Zeichen der E-Mobilität auch hier in das Werk kommen und dass der Vorstand sich bewegt. Und was ist bisher passiert? Nichts. Und sind alle Kollegen draußen? Ja, also ich sag mal zwei Drittel bestimmt. Wir sind heute hier, um halt auch solidarisch zu zeigen, dass wir nicht wollen, dass die Daimler-Arbeitsplätze verschwinden. Okay, das heißt, du arbeitest nicht bei Daimler? Nein, wir sind bei GE, GE Energy Power Conversion. Also wir sind da jetzt mal so 500 Meter Luftlinie entfernt von Daimler. Und wir hatten jetzt die letzten Jahre auch Arbeitsplatzabbau. Ja. Wir wissen genau, wie das ist. Es ist schon wichtig, dass wir die Arbeitsplätze hier insgesamt in Berlin-Marienfeld und insgesamt in Berlin behalten. Also die Industriearbeitsplätze wurden immer weiter abgebaut. Und ja, also ich bin dafür, dass die Belegschaft nicht einfach rausgeschmissen wird, sondern dass mit der Belegschaft ein Weg gefunden wird, um das Werk zu erhalten. Unser Werk steht vorm Aus, also deswegen sind wir hier. Klar, jeder versucht natürlich irgendwie die Stimmung noch oben zu halten, solange wie es geht, aber ja, jeder hat natürlich Angst, ne? Da stecken ja Existenzen dahinter und so weiter, Familien. Ja, irgendwelche Leute haben Häuser gebaut, Familie gegründet. Manche sind Alleinverdiener, ne? Also schon eine harte Nummer. Ich hätte mir schon noch mehr Arbeitskampf, Bänder, Stillstand und so weiter gewünscht, aber was ich mir wünsche, steht natürlich, ich bin ja ein ganz kleines Licht, ne? Also das ist halt so. Aber es wäre noch mehr möglich. Es wäre noch mehr möglich, klar. Man muss natürlich seine Forderungen ein bisschen Nachdruck geben, aber man kann natürlich nicht hier alle Furz-Sachen hier irgendwie was dicht machen oder so, Straße und so weiter. Das funktioniert natürlich nicht. Aber halt so kleine Sachen, auch mal die Nachtschicht ausfallen lassen, auch mal die Spätschicht ausfallen lassen oder so, das wäre schon drin gewesen. Und warum ist das nicht passiert? Ja, also der Betriebsrat an sich darf ja nicht zum Streik aufrufen, sondern das können nur wir selber machen. Und ich weiß nicht, ob die Kollegen im Moment dazu bereit sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es gibt keine Gesprächsrunden unter den Kollegen? Durch Corona ist das sehr schwierig, weil ja Gruppengespräche im Moment alles nicht drin ist. Also man hat eigentlich nicht viel Chance, sich miteinander groß auszutauschen. Ja, wir hatten einmal so eine Art Kundgebung und einmal, also eine sehr große Betriebsversammlung auch und kleinere Aktionen, aber das ist jetzt wirklich das Größte. Könnte man in dem Werk auch andere Sachen bauen als bisher? Ja, das ist immer nur eine Frage der Investition. Natürlich können wir anderes bauen. Das ist keine Frage. Und ich persönlich bin nicht so uneingeschränkt Fan von Elektromobilität. Ich denke, es müsste eher hin zu anderen kleineren Fahrzeugen gehen mit weniger Verbrauch. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Jetzt hat euer Werksleiter ja schon das siegende Schiff verlassen quasi und ist zu Tesla nach Grünheide gewechselt. Wie stehen die Kollegen dazu? Überlegen da auch schon Kollegen dann in Grünheide anzufangen bei Tesla oder wie ist da gerade die Diskussion? Naja, man müsste schon, sagen wir so, es gibt große Abfindungsangebote hier, um zu gehen. Und man müsste schon nicht mit
beiden Beinen auf dem Boden stehen, wenn man sich mal durchrechnet, ob es nicht Sinn macht, die Abfindung anzunehmen und zu Tesla zu gehen. Okay. Das ist ein ganz einfaches Rechenspiel. Ich bin heute hier, um mit der Belegschaft hier vom Daimlerwerk in Marienfelde meine Solidarität zu zeigen. Und was hier passiert, ist der Versuch, also mindestens durch Massenentlassung die Daimler-Bilanzen profitabel zu begradigen, wenn nicht sozusagen eine Werksschließung auf dem Programm steht. Es müsste eigentlich durchgesetzt werden, dass die Belegschaften eine Art von Veto haben in Bezug auf die Entwicklung, die jetzt stattfindet. Um zu feiern, nämlich Investitionen. Zweistellige Millionenbeträge sind in das Werk gegangen, um die Digitalisierung voranzubringen. Na, wir sind hier auf der Straße, weil wir nicht wollen, dass unser Werk in Berlin geschlossen wird. Es soll in einen Campus umgewandelt werden, die Produktion soll völlig ausgesetzt werden. Und damit sind unsere Arbeitsplätze weg, 2000 Arbeitsplätze hier in Berlin-Tempelhof. Das geht gar nicht. Ich denke, so wie es jetzt hier gerade läuft, so müssen wir weitermachen, damit überhaupt Bewegungen in die Verhandlungen kommen. Nur bisher haben wir Betriebsversammlungen gemacht, wir haben ein paar Kundgebung gemacht vor dem Werkstor und das ist die erste große Kundgebung, die wir hier machen. Man hat ja gelesen, dass Ihr Werksleiter schon das Boot verlassen hat und bei Tesla angeheuert hat. Wie denken die Kollegen in Bezug auf Elektromobilität und das neue Tesla-Werk in Grünheide? Ja, Elektromobilität ist halt nur ein Stichwort, das hier immer fällt. Meiner Meinung nach, nur mit Elektrizität wird es nicht gehen. Aber natürlich ist es eine Sache, die sehr wichtig ist und wo wir auch bereit für sind. Wofür wir aber bisher nie irgendwelche Zuschläge von Daimler bekommen haben, da was zu fertigen oder wenn dann nur in ganz, ganz geringen Umfängen. Und das muss einfach mehr werden hier in Berlin. Wir sind eine tolle Mannschaft und wir können das alles stemmen. Unsere Forderung ist, Erhalt der Arbeitsplätze, neue Komponenten nach Berlin zu holen, damit wir wieder Arbeit haben. Wir machen einen guten Job. Wir haben es über Jahre bewiesen, dass wir mit allen möglichen Neuerungen, technischen Neuerungen klarkommen. Und wir haben es verdient, eine Chance zu bekommen, hier auch elektrische Sachen zu bauen. Kann man hier auch was anderes bauen als Autoteile? Für mich die falsche Frage, weil das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann. Mir ist es egal, was wir hier bauen. Wir sind bereit, hier alles zu bauen. Dank. Bitte schön. Vielen Dank und dann noch viel Erfolg beim Arbeitskampf. Ja. Danke.